Herzlich willkommen zu Teil 5 von Beyond Good and Evil. Wir sind in der alten Mine und wir müssen uns jetzt unseren Weg durch die verschiedenen Kammern hier, die auf dieser Karte eingezeichnet sind, durchkämpfen. Man beachte auch auf der rechten Seite, wir haben hier drei Ebenen, also es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr anzuschauen. Aber das werden wir schon schaffen. Wir haben jetzt zum Glück die Karte hier. Und da ist was am Boden. Was wir auch als erstes mal fotografieren können. Lycoperdon fugiferus. Verblüffendes Foto, Jade. Okay. Oh, und das können wir wohl bekämpfen. Sag einfach wann, Jade! Wann, Jade? Ah, uns versperrt. Ja, genau. Hier werden uns von Kisten den Weg versperrt. Und wir können jetzt unseren Onkel bitten, zu springen. Und wir können dann draufhauen. Jetzt! Und dann können wir hier so ein bisschen steuern, wohin dieses Ding geschleudert wird. Aber sei vorsichtig. Sie beginnen zu blühen, wenn sie so. Aha, okay. Hier haben wir auch noch was zum Einsammeln. Einen Boost. Ein Starkos. Und noch ein Starkos. So, da war nichts mehr. Und jetzt können wir mal schauen, was sich hier verbirgt. Ich warte auf dein Zeichen, Jade! Diese Feuerwerkskörper, die da hier rumstehen, auch witzig. Das hier versperrt uns auch den Weg. Wahrscheinlich auch ein Tier, jawohl. Eine Anemonia mutabilis. Sei vorsichtig mit diesen mutierten Anemonen. Das geht sehr schön. So, und was machen wir jetzt? Ah, die können wir auch angreifen. Ah ja! Die Hylianische Bank zahlt 5 Einheiten für jeden Materiekristall. Das gibt uns... Uno Materiekristall. Ich werde es prompto an die Bank transferieren. Wir zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Naja, mucho. 5 für jeden. Aber es bringt auch, frei nach dem Motto, Kleinvieh bringt, macht auch Mist. So, hier ist ein Gitter. Da kommen wir wohl nicht durch. Fragen wir mal unseren Onkel. Hey Jade. Komm, schau dir das an. Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Genau, und den brauchen wir jetzt. Kannst du etwas mit diesem Gitter anfangen? Hoho, dafür werde ich einen Seitenschneider brauchen. Sieht mir aus, als wäre es der Haupteingang in die Mine. Hm. Wir müssen weiter wiederkommen. Genau, wir müssen wiederkommen. So, und dann schauen wir uns jetzt hier mal um. Da ist noch so eins von diesen Glühteilen. Haben wir dich schon? Den haben wir schon. Da hängen diese Kristalle hier mal an der Wand. Die können wir auch so ernten. Hier, wenn sie also am Boden sind, können wir sie auch so einsammeln praktisch. Und dafür kriegen wir jetzt jedes Mal Geld. Das sehen wir jetzt hier in der Mitte eingeblendet. Aber da oben kommen wir so einfach nicht hin. Da müssen wir jetzt eben mit dem hier ein bisschen... Auf geht's! ...bisschen zielen und zack! Und schon können wir das hier einsammeln. Genau. Aber ich fürchte, wir müssen hier diesen Wagen, der ist auch voll mit diesen Feuerwerkskörpern. Den müssen wir auch. Jawohl. Und schon gibt es eine Kettenreaktion. Wir haben eine neue Brücke geschaffen. Dann gehen wir doch mal hier auf diese Brücke. Mine. Hier geht's nicht weiter. Wow! Na, den hätten wir mal fertig gemacht. Was war das?
Krohax! Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Ah, den Krohax, den habe ich jetzt gar nicht fotografiert. Vorax haben wir vorhin schon gesehen, jetzt gibt's Krohax auch noch. Oh Mann. Ich komm schon, Jade! Da können wir drücken. Sitzt fest! So, hier können wir oben rauf, aber da hoch können wir nicht. Ah, ich sehe schon. Da ist ein Rad. Und da können wir uns jetzt hoch zwängen. Genau, um das runterzuholen. Genau, Onkel Page. Ja, genau. So. Sekundärschacht. Mein Gott! Qualm! Ui! Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Noch zwei. Und da hinten sind diese... Die können wir auch fotografieren. Alicia Splendens. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser. Und da hinten gibt es auch diese Rohax. Die fotografiere ich jetzt auch mal. Krohax Velox. Krohax. Egal was, du solltest nicht in ihre Nähe kommen. Ja, ich fürchte, aber genau da muss ich hin, gute Frau. Okay, dieser Fall ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Ah, und jetzt haben wir eine Perle für den... Und ich werde den Film neu laden. Für den ganzen Film habe ich jetzt eine Perle dazu bekommen. Auch cool, jetzt haben wir zwei. So. Was seid ihr hier für welche? Pelagia Pachydermis. Die großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Okay. Also man sieht schon mit dem Fotografieren, man muss immer konsequent fotografieren, aber dann... Ich wundere bloß, dass die Krohax nicht angreifen. Wann, Jade? Jetzt kommen die Krohax. Das ist ein bisschen zäh. Die sind so richtig drachenmäßig, das finde ich cool. Lass du meinen Onkel in Ruhe. Aber auch die kommen nicht. Kann man das da eigentlich auch fotografieren? Nee, das kann man nicht fotografieren. Ne? Das haben wir schon. Nochmal. Man hört auch immer an der stimmungsvollen Musik. Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. Ja, genau. Hier ist wieder so ein Doppelschalter, also ohne unseren Onkel kommen wir da nicht weiter. Onkel Page? Los geht's! Genau. Und schon öffnet sich die Tür. Alte Mine. Hey, in diesem Schuppen sollten wir was finden können. Na, das hier ist doch mein Werkzeug. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow, eine Barranco D53, sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. Aha, Seitenschneider, haben wir vorhin gehört, bräuchten wir.
Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im Iris-Netzwerk. Ja, vorhin haben die Hylianer behauptet, das Iris-Netzwerk wären Verräter und die behaupten jetzt, die Alpha-Abteilung sind Verräter. Wem soll man jetzt glauben? Vielleicht ist es uns einfach aber auch egal. Büchse Kababs. Und was ist das hier? Ein Boost. Okay. Hier haben wir die Gelegenheit zu speichern und hier hätten wir, wie praktisch, auch die Gelegenheit, Starkos einzukaufen. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Aber wir werden jetzt mal ein Starkos nehmen, essen. Weil wir sind ja leicht verletzt. Upsi. Wie ging das nochmal? Ah, mit B, genau. Und jetzt könnten wir speichern. Nee, will ich jetzt nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. Und jetzt können wir unseren Onkel fragen, ob er die Tür aufmacht. Kein Problem. Dann zeig mal. Wer es kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Wo nochmal? Schauen wir mal erstmal, wo wir da hinkommen. Evakuierungskarte, ich glaube, die haben wir schon fotografiert. Karte bereits gespeichert, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da raus. Wahrscheinlich ist das so eine Abkürzung, ein Sekundärschacht. Wo sind wir jetzt? Ah, da, wo wir vorhin gefightet haben, genau. Gut. Oh, geht weiter. Oh, fies. Das war hinterlästig. Aber sie haben uns nicht wirklich getroffen. Sonst wären wir verletzt. So, kehren wir mal zu dem Gitter zurück, sofern wir das jetzt noch wiederfinden. Alte Mine, das klingt gut. Genau, da sind wir vorhin hochgeklettert. Ist die Kameraperspektive ein bisschen merkwürdig, genau. Ah, die Anemone da hat sich wieder geöffnet, aber jetzt können wir da nicht mehr zurück, weil wir mit dem einen Wagen, den wir da in die Luft gejagt haben, scheinbar dieses Ding da verschoben haben. Ja dann, Onkel Page, würde ich sagen. Los, es ist your turn. Es ist your turn. It's your turn, meine ich natürlich. So. Wollen wir jetzt mal gucken, hier können wir auch was kaufen, ne? Auch so ein PB1. So ein physikalisches Prinzip. Konto, Identifizierung, okay. Ein PB1 erhöht deine Energieanzeige um ein Herz. Ja, da würde ich sagen, für 1500, das ist doch okay, das machen wir. Muy bien, ist digitalisiert. Diese Teile müssen wir einsammeln, wo immer wir sie finden. Um dann möglichst stark zu werden und widerstandsfähig. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Kann ich mich drehen? Ja, hier kann ich mich drehen. Und hier müssen wir jetzt irgendwie rüber. Wie? Das ist eine gute Frage. Und diese Frage beantworten wir in der nächsten Folge. Bis dann!